Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wer meinen Kanal noch nicht kennt oder mich nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und ja, hier gibt es alles rund um das Thema VR, Gaming und so weiter und so fort, Hardware, Software, also ja, auch gerne mal natürlich ein Abo dalassen, das wäre echt nice von euch und ja, wir kommen zum Thema Motion Sickness. Es ist jetzt ein Thema, was nicht für die VR-Profis oder für die Veteranen ist, sondern eher für die VR-Neulinge. Warum ich dieses Video heute mache, hat zwei Gründe. Der erste Grund ist der Zitronenarzt, unser Doc, der ein Video dazu gemacht hat. Mit ihm habe ich einen Tag zuvor darüber gesprochen und ich wäre jetzt eigentlich nicht auf die Idee gekommen, auch so ein Video zu machen, ja, weil es nicht meine Art ist, irgendein Video zu kopieren. Aber dann habe ich einen PSVR 2 Review gestartet, das war ein Tag später, und dann habe ich sehr viele Kommentare bekommen. Unter anderem war da Kommentare dabei, wo mir gesagt wurde, ich werde die PSVR 2 zurückschicken, denn mir wird schlecht, ich kriege Motion Sickness und ja, als allererstes, es ist nicht wegen der VR 2, also wegen der PlayStation VR 2. Das ist ein generelles VR-Problem. Und ja, also wegen diesen zwei Gründen wollte ich dieses Video hier starten, weil ich möchte nicht, dass VR-Neulinge jetzt denken, okay, mir wird schlecht, ich kann mit VR nichts anfangen und schicken ihre Brillen zurück. Ist genau der falsche Weg. Aber zum Doc nochmal zurückzukommen, ja, unten in der Beschreibung ist der Link zu seinem Video und ja, gerne mal liken und seinen Kanal auch abonnieren, also der macht richtig, richtig geile Arbeit für die VR-Community, hilft bei allen Problemen rund um die VR-Headsets und also geiler Kanal, geiler Typ, da gibt's nichts anderes zu sagen, also draufklicken und abonnieren definitiv. Ja, in meinem Video möchte ich euch ein bisschen erklären, was ist Motion Sickness, woher kommt Motion Sickness und ja, wie kann ich es abtrainieren oder wie kann ich damit umgehen? Und da gibt es einige Sachen, die Leute von Anfang an direkt falsch machen, aber wir kommen jetzt erstmal zum Thema, was ist Motion Sickness? Also, Motion Sickness kann man damit vergleichen oder es ist damit gleichzusetzen, das ist ganz klar. Wenn wir, ich denke mal, alle Zuschauer auf meinem Kanal sind über 18 und haben schon mal einen über den Durst getrunken. Ja, wer nicht über 18 ist und meinen Kanal auch verfolgt, gerne mal unten in die Kommentare auch reinschreiben. Interessiert mich natürlich, wieso meine Zuschauer, wie alt die sind und so weiter und so fort. Und ja, wer das nicht kennt, ihr werdet es kennenlernen. Auf jeden Fall, wenn man zu viel getrunken hat, wird einem schlecht. Und ja, warum wird einem schlecht? Einmal, weil wir eine Vergiftung haben. Alkohol ist nichts anderes als eine Vergiftung. Und zweitens, weil einem teilweise die Sinnesorgane flöten gehen, die Gleichgewichtssinne im Ohr kommen durcheinander. Wir haben Doppelbilder. Und das ist ein Indikator für unser Gehirn, für unseren Körper. Ich habe eine Vergiftung, ich erleide gerade eine Vergiftung, ich habe Halluzinationen oder sonst was und das Gift muss raus. Wie geht das Gift raus? Den Weg, ja? Der Weg ist nicht schön und man braucht es nicht, aber es ist ein richtig guter Schutzmechanismus von unserem Körper, um diese Vergiftung dann loszuwerden. Und ja, nichts anderes passiert eigentlich in VR. Also, ich sitze auf meinem Stuhl, ziehe mein Headset an, starte einen Shooter wie Pavlov oder Contractors oder sonst was. So, ich habe jetzt meinen Controller in der Hand, laufe einen Gang entlang und laufe das relativ schnell, gehe dann noch mit dem anderen Controller, mit dem rechten Stick um die Kurve, ne? Schöne Rotation und dann merkt man relativ schnell, oh, mir wird schlecht. Ja, warum wird einem schlecht? Das ist jetzt nichts anderes. Dem Körper fehlt die Information von der Fortbewegung. Wir bewegen uns nicht wirklich fort, weil wir sitzen hier in unserem Stuhl und machen eigentlich gar nichts, außer dass wir hier was sehen, was bewegen. Und wir sehen in unserer VR-Brille, ja, da, wir gehen aber gerade. Also sagt der Körper, okay, Alarmstufe rot, uns wird gerade, uns muss schlecht werden, wir müssen das Gift aus dem Körper kriegen. Und ja, es kann wirklich bei Motion Sickness so weit gehen, dass man sich übergeben muss. Und mir war schon mal 4 Stunden richtig, richtig übel. Und das braucht kein Mensch und ist echt nicht schön. Und ist auch gleichzusetzen mit Leuten, die auf dem Boot sind, denen schlecht wird, ja, diese Schaukelei. Und auch wenn Leute zum Beispiel Beifahrer sind und auf dem Handy gucken oder lesen, ein Buch lesen, da passiert eigentlich das Gleiche. Wir haben eine Fortbewegung, aber in Wirklichkeit sitzen wir einfach nur. Und ja, das sind diese Dinge, warum einem dann schlecht wird. Aber es ist kein Grund, jetzt ein VR-Headset sofort
wegzuschmeißen oder zurückzuschicken. Stopp dafür, Leute. Erstmal runterkommen. Und warum passiert das? Die meisten Leute machen den großen Fehler und spielen direkt Titel. Aktuell mit der PSVR 2 sind ja Titel wie Gran Turismo super, Mega-Hype, Resident Evil 8, Horizon. Und das sind ja so die Gaming-Titel, die momentan auch ja, die Leute zur PSVR 2 treiben und auch ein gutes Kaufargument sind. Aber VR Neulinge tun sich keinen Gefallen damit, wenn sie diese Spiele von Anfang an spielen. Warum? Weil wir ja bei GT7, Gran Turismo 7, sitzen wir auch nur wirklich in unserem Stühlchen und wir fahren relativ schnell in einem Auto, fahren Kurven und ja, wir bewegen uns aber nicht wirklich und uns wird dann relativ schnell schlecht. Keine gute Idee. Also Rennspiele, Achterbahnspiele am Anfang, nein, lasst es sein, definitiv, auch wenn euch das sehr, sehr neugierig macht das Ganze. Lasst es oder testet es mal 5 Minuten, aber dann wieder ausschalten. Die Dosis in kleinen Happen genießen, sage ich einfach mal ganz am Anfang. Nichts anderes passiert bei Resident Evil. Wir haben einen Charakter, der sich bewegt. Wir bewegen uns nicht. Und ja, da passiert wieder das Gleiche, was ich euch am Anfang erklärt habe. Und es wird schlecht. Auch keine gute Idee. Ich kann aber auch nicht verstehen, was das bei Resident Evil 8 und Horizon zum Beispiel da keine Teleportfunktion ist. Also das wäre eine Funktion, die uns VR oder Neulingen da hilft, uns auch uns VR-Fans helfen würde, dass ja die Leute nicht direkt aufgeben und die VR-Headsets wieder loswerden wollen. Denn Teleport ist nichts anderes. Ich habe meinen Charakter, ich bewege mich nicht wirklich. Ich sage dem mit einem Pfeil, mit Schuhen und sonst was, mit einem Kreis, dahin möchte ich jetzt. Das passiert meistens in irgendeinem Umkreis, den ich dann wirklich dann benutzen kann. Da möchte ich jetzt hin. Der Charakter wird kurz ausgeblendet, dunkles Bild und man ist dann auf einmal da. So eine Überblende passiert dann und ja, dann haben die Leute kein Motion Sickness, weil die sich nicht wirklich bewegen. Ich kann mich dann trotzdem weiter schön umgucken und erleide kein Motion Sickness. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Das sollten eigentlich alle Spiele unterstützen. Unterstützt Resident Evil 8 nicht, unterstützt Horizon nicht. Blöde Idee. Aber geht man bei manchen Spielen natürlich auch nicht anders vom Gameplay her und so weiter. Dann gibt es Funktionen wie eine Vignette einblenden. Wenn der Charakter sich bewegt, hilft es bei manchen Leuten, wenn bei Bewegung eine Vignette eingeblendet wird. Das heißt, mein Sichtfeld, mein Field of View wird von so auf so geschrumpft und ich sehe dann nur noch ein bisschen was, wo ich mich hinbewege. Und das hilft, weil ich nicht so viel von der Bewegung mitbekomme. Und ja. Das kann man bei den meisten Spielen einschalten und dann auch, wie stark das ein- und ausblenden soll, sogar einstellen. Das ist eine gute Idee, wie ihr euch das auch angewöhnen könnt, in VR euch zu bewegen. Also Teleport benutzen am Anfang, um erstmal in VR reinzukommen. Dann Vignette mal ausprobieren, ob euch das hilft, dass Motion Sickness dann reduziert wird. Und dann hat mir noch geholfen. Das hilft aber nicht jedem. Zum Beispiel dem Zitronenarzt hilft, hat es nicht geholfen. Ich stelle mich hier hin. Also das war meine beste Erfahrung, wie ich Motion Sickness wirklich mir abtrainieren konnte. Ich habe mich hingestellt, habe mich auch so gut wie es geht bewegt. Also so, wie es mein Spielfeld auch zulässt. Natürlich nicht volle Pulle losrennen gegen die Wand, aber schon mal in kleineren, ruhigeren Spielen. Es ist auch keine gute Idee, Pavlov, irgendwelche Shooter am Anfang zu benutzen, die relativ schnell sind. Ne? Also das ist keine gute Idee. Lass das. Aber in Spielen, die ruhig sind, irgendwelche Puzzlespiele, sonst was, wo man sich auch ein bisschen im Raum selber bewegen kann, Sachen greifen kann, da kann man sich an VR gewöhnen. Der Körper muss sich wirklich an VR gewöhnen, dass man das auch benutzt und ja, dass die reale Welt dann erstmal ausgeblendet wird und uns was anderes vorgegaukelt wird. Das hat mir am meisten geholfen, auch nachher wirklich in Shootern. Natürlich nicht in Rennspielen. In Rennspielen ist es immer noch sinnvoll, wirklich da zu sitzen. Und ich hatte am Anfang sehr starke Motion Sickness, wo ich mir gesagt habe, ich gebe auf, VR wird nie mehr was für mich werden. Und ja, ich habe heutzutage fast auf null gebracht Motion Sickness. Außer bei Autorennspielen wird mir ab und zu noch schlecht bei Weltraumspielen, wenn ich mir wirklich einen Überschlag mache, die Drehung mache, so, ne? Dann wird mir richtig schlecht. Kann noch mal passieren, aber ich
fange mich da relativ schnell dann wieder, weil ich dann auch versuche, irgendwelche Fixpunkte mir zu suchen. In Raumschiff spielen, Cockpit spielen, hilft es immer auch, dass das Cockpit eingeblendet ist und dass ich wirklich so einen Fixpunkt habe. Das hat auch geholfen. Das unterstützen auch sehr viele Entwickler, weil die natürlich wissen, dass es Leute gibt, die Motion Sickness haben. Bei Warplanes zum Beispiel, so ein Flugzeugsimulator oder ja, Arcade-Shooter vom Ersten Weltkrieg, da wird mir auch teilweise schlecht, wenn ich so eine schöne Drehung mache und guck dann auch zur Seite, guck mal runter. Ist schön, sowas zu erleben, aber da wird mir auch noch leicht schlecht, aber nicht so wie früher. Wie gesagt, das kann bis zum Erbrechen gehen. Oder aber, dass das 4 Stunden anhält, dass einem richtig flauer und übel auf dem Magen ist. Ja, Leute. Nochmal kurz zusammengefasst: Teleport benutzen, Vignette benutzen, keine Shooter am Anfang. Keine Rennspiele am Anfang. Benutzt Spiele, wo ihr euch selber nicht fortbewegen müsst, der Charakter, sondern zum Beispiel bei Moss. Moss bin ich wie ein Zuschauer. Ich habe meinen Controller und spiele eine Maus. Also das ist super für den Anfang. Irgendwelche Rätselspiele. Demio zum Beispiel, wo ich ein Brettspiel vor mir habe. Auch super Einstiegstitel. Und ja, da gibt es noch einige andere. Ich versuche mal eine kleine Liste in die Beschreibung zu packen, was eventuell so sinnvoll wäre. Aber so A Fisherman's Tale, wenn das rauskommt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein PlayStation VR 2 Titel ist. Aber es ist jetzt hier kein reines PlayStation VR 2 Video, sondern das betrifft natürlich alle. Und so Rätselspiele sind immer gut, wo ich mich dann selber ein bisschen im Raum bewegen kann. Ja, das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen. Gebt nicht auf, Leute. Fangt langsam an. Langsame Häppchen. Ruhige Spiele. Und gebt nicht zu schnell auf. Und auch wenn es euch dann wirklich packen sollte, Resident Evil 8 zu erleben, zu spielen, Autorennspiele, ja, macht es, aber übertreibt nicht. Ich habe am Anfang, habe ich dann irgendwie ja, 10, 15 Minuten Pavlov gespielt. Also einen Shooter gespielt. Und dann merkte ich so, wenn der Körper die ersten Signale sendet, ne, dass einem ein bisschen schwummrig wird, flau auf dem Magen, Headset weglegen, ruht euch aus. Also übertreibt es dann nicht. Und dann steigert ihr euch immer wieder ein bisschen. Und das hilft, um euch das wirklich abzutrainieren. Es gibt Leute, es gibt Menschen, wo es nicht wirklich komplett abtrainierbar ist, aber es wird besser. Der Doc, der Zitronenarzt, ist sehr, sehr gebeutelt davon und selbst er konnte letztens After the Fall sehr lange mit uns spielen. Das war auch fast 1,5 Stunden und ja, da war er ein bisschen stolz auf sich, kann man auch dann sein, wenn man das dann wirklich geschafft hat. Und ja, so muss man rangehen an der Sache. Dieses Free Locomotion nicht von Anfang benutzen. Das heißt, ich benutze meinen Charakter und bewege mich mit dem Thumbstick. Benutzt Teleport. Und erst wenn ihr euch an die VR-Welt gewöhnt habt, dann versucht mal Free Locomotion. Versucht auch, also zum Beispiel bei Bewegungen, wenn ich mich jetzt meinen Charakter rechts oder links drehen will, benutzt nicht direkt diese freie Rotation, sondern benutzt Snapturn. Snapturn habe ich sehr, sehr lange noch benutzt, weil diese Rotation war sehr schlimm für mich. Und da habe ich am Anfang immer noch Snapturn benutzt. Da kann man dann einstellen, Snapturn 45 Grad, Winkel 90 Grad und so weiter und so fort. Und das hat mir am Anfang sehr, sehr gut geholfen. Das sogar schon zu dem Zeitpunkt, wo ich die ganz normale Free Locomotion schon benutzt habe, also die normale gleitende Fortbewegung, da habe ich noch Snapturn benutzt und jetzt bin ich auf dem Punkt angelangt, wo ich dann auch diese gleitende Drehung benutze. Ja, weil es auch einfach schöner aussieht für einen selber und auch für den Zuschauer. Deshalb benutze ich das jetzt auch. Und ja, das sind so die Punkte, die man beachten sollte. Ja. Am meisten gibt nicht auf. Bitte schickt jetzt wegen Motion Sickness nicht sofort eure Brille zurück. Also, das wäre ein großer Fehler. Versucht langsame Spiele zu machen, gewöhnt euch an VR und dann wird das schon. Also, gebt nicht auf. Manche Leute haben 2, 3, 4 Wochen gebraucht, um sich leicht an VR zu gewöhnen, konnten dann Free Locomotion benutzen. Es gibt aber auch Leute, die konnten erst nach 3, 4, 5 Monaten Free Locomotion benutzen. Freie Rotation und so weiter. Also da muss man wirklich ein bisschen auf seinen Körper hören und auch wirklich mal ja die ganzen Komfortfunktionen, die Entwickler einbauen. Leider nicht bei allen Sachen. Resident Evil 8 ist jetzt ein gutes Beispiel, was das leider nicht unterstützt.
Aber Horizon hat trotzdem ein paar Komfortfunktionen, Vignette und so weiter, die man dann benutzen kann, damit das Ganze ein bisschen angenehmer für die Leute wird. Mich selber stört die Vignette, weil es dann halt für mich nicht real wirkt. Aber was will man machen? Entweder hat man die Wahl, nicht zu spielen oder dass einem schlecht wird oder dass man die Vignette benutzt und kann erstmal spielen damit, ne, um wirklich da reinzukommen. Ja, Leute, wenn noch Fragen sind, gerne unten in die Beschreibung. Wie eben am Anfang gesagt, schaut euch das Video auch vom Doc an. Der hat auch einige Tipps. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Und ja, wenn ihr gerne darüber diskutieren wollt, Tipps noch braucht aus der Community, nicht nur von mir, sondern von vielen Leuten, die damit zu kämpfen hatten. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die ich ins Leben gerufen habe, VR World Germany. Und ja, da sind sehr viele Leute in der Community. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 600. 50, 660, irgendwie sowas. Und ja, das sind super viele liebe, hilfsbereite Menschen, die dann auch Tipps und Tricks geben können, um ja, damit ihr einen guten Start in VR auch habt und nicht verzagt und verzweifelt und eure Brillen dann zurückschickt. Das wäre echt, echt schade. Ja, Leute, gerne freue ich mich jetzt auf ein Abo von euch. Und dass ihr auf dem Laufenden bleibt. Und ja, ein Like da lassen wäre echt nice von euch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video auch helfen, dass ihr ein bisschen in ja, VR auch reinkommt und dass ihr jetzt ja, einen besseren Einstieg habt in VR. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.